Aber dann haben wir zum Glück noch einen zweiten. Sehr gut. So. Hineinstecken. Was sollen wir hin? Was? Palmblatt. Ach, das geht. Das finde ich ja auch cool, dass man eins nach dem anderen machen muss. Das finde ich richtig, richtig cool. Okay. Einstecken. 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 Ja, wie brauche ich denn da? 8 Stück oder so? Was war, stand da irgendwas, ne? Irgendwie 8 Stück. Noch ein. Oh, noch ein. Was raschelt da vorne? Noch eins. God, I'm thirsty. Ja, thirsty. Wir sind alle thirsty. Noch ein Blatt. Jetzt, wo es aufhört zu regnen, weißt du, da bin ich gleich mit dem Shelter fertig. Jetzt sind wir fertig, oder nicht? Ne, dann brauchen wir noch, immer noch ein Palmblatt. Oh Gottes Willen. Noch eins. Ah, jetzt haben wir es. Halten zum Schlafen. Spielstand speichern. Guck mal, hier stand es gerade. Da. Machen wir mal einen zweiten Spielstand auf. Zack. Okay. Spielstand speichern und hier hinten kannst du dann nachher ratzen. Können wir da eigentlich ein Bett oder sowas reinschneiden? Nee, glaube nicht. Wir müssen also nochmal ein separates Bett nochmal machen. Das könnten wir eigentlich auch nochmal tun. Können wir nämlich gleich entspannt pennen. Obwohl, brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können ja hier schlafen. Halten zum Schlafen? Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht. Dann haben wir hier das Ding. Die Frage ist jetzt natürlich nur, ob wir das mal irgendwie wiederfinden, das Ganze hier. Wir sollen einmal gucken auf unsere Uhr. Wir brauchen Wasser, wir brauchen natürlich Kohlenhydrate, wir brauchen alles. Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir das hier nie wiederfinden werden. Ich schreibe mir mal eben kurz mal auf, welche Koordinaten wir hier haben. Wenn ich den Stift hier hätte. Oh Mann. 50, 30. West, Süd. West, Süd. Also 50 West, 30 Süd. Aber ihr seid der Chat, ihr könnt mir ja helfen. 50 West, 30 Süd. Ob wir das überhaupt jemals wiederfinden hier. Sollen wir noch die ganzen Stickies mal mitnehmen? Können wir gar nicht, okay. Sammeln. Feuerbrett. Nehme ich gleich mal das Feuerbrett fertig. Feuerbrett, wo ist das Brett? Holzscheit. Ist das Brett denn hin, was ich eigentlich gerade auseinandernehmen wollte? Wo ist das Brett? So. Einmal Brett und einmal Sticky. Ah ne, ein kleiner Sticky. Kleiner Sticky. So. So. Gut, das haben wir auch. Essen. Ah, kriegen wir jetzt ein paar Kohlenhydrate zusammen. Wenn das wie bei The Forest ist, sieht man die Markierung für den Schlafplatz kilometerweit. Ich glaube nicht. Bei 2000 Dingens ist man Nordischs Freund. Freud? Nein, Nordisch Schatten oder nicht? Ich meine, ich hätte Nordisch Schatten reingeschrieben. Gut, lass uns mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie nochmal einen Speer oder sowas hier machen können. Haben wir nochmal einen langen Sticky? Ich glaube, ich brauche erstmal Steine. Machen wir mal ein Stück gehen, vielleicht finden wir... Ne, das kannst du knicken, das wird, glaube ich, nicht angezeigt. Da, guck mal da hinten. Da ist dieses kleine Dorf da hinten. Wie sollen wir das denn jemals wiederfinden? Ganz im Ernst. Warte mal. Wir gehen jetzt Richtung... Also müssten wir zwischen Süden und Westen... Okay, mal gucken. Zwischen Süden und Westen müssen wir uns merken. Ja, da
davon. Da sind schon wieder die Eingeborenen. Ich gehe mal außen rum. Tabakko. Ein kleiner Soundbug, würde ich sagen. Das sind garantiert hier, deswegen sagte ich ja, das sieht so angepflanzt aus. Das sind garantiert die Drogenpflanzen hier. Da konnte ich erstmal gar nichts mit anfangen. So, jetzt sind wir schon wieder hier. Nimm das doch mal auf. Achso, ist gar kein Platz mehr. Aber Hauptsache Kohle dabei. Ist das hier? Achso, gar nichts. Konnte man da noch was zu futtern? Nicht reinpfeifen, Schmerzmittel. Kann man hier eigentlich gar nicht speichern. Hier kann man tatsächlich nur schlafen, ne? Noch ein Messer. Finde ich mich auch blöd, dass man hier nicht speichern kann. Das finde ich echt mies. Jetzt sollten wir hier nochmal so ein Shelter bauen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Weil kostet ja eh nicht viel. Aber dann können wir wenigstens hier gleich speichern. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Ich würde eigentlich ganz gerne erstmal... schauen, dass wir hier noch ein bisschen was einsammeln. Und zu Kräften kommen. Wo war jetzt noch das mit dem Topf? Aber das, dafür müssen wir den Topf erstmal mitnehmen können. Den können wir nämlich noch nicht mitnehmen. Ah, erstmal ein bisschen was futtern, würde ich sagen. Essen. Leguanfleisch verdorben. Ich glaube, das können wir uns gleich mal... Zack. Essen. Futtern. 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 Schön alles reinpfeifen. So. Hier haben wir das Feuerbrett. Ach, guck mal, da war das Feuerbrett dabei. Das brauchen wir momentan auch nicht. Vielleicht passt das jetzt mal für den Topf. Ja. Verdorben. Piranha-Fleisch. Okay. Weil da vorne war doch irgendwo dieses Wassersammeldings. Wo war denn das jetzt? Das ist hier vorne nicht? Doch, da. Da war das doch. So, einmal Topf drunter. Bitteschön. Ach, guck mal, da zeigt das auch direkt gleich an. Dann warten wir noch, bis sich das Ding gefüllt hat. Dann können wir nämlich gleich ein Schlückchen nehmen. Würde ich sagen. So. Trinken. Verschütten, trinken, nehmen. Wir werden jetzt natürlich trinken. Okay, so, dann haben wir erstmal den Holzlöffel, wofür wir den auch immer brauchen werden. Und Tabakblätter haben wir noch, Federn haben wir dabei. So, da haben wir die Axt dabei, dann haben wir das, den ganzen Krempel dabei und wir haben den Handbohrer dabei. Das ist gut. Dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle, machen wir nochmal ein Shelter, damit wir hier, pennen müssen wir ja nicht, aber dass wir zumindest, dass wir hier speichern können. Das ist, glaube ich, ganz nice. Vielleicht können wir das Ding sogar hier drin bauen. Oder hier. Ja, wir brauchen es dann nur zum Speichern eigentlich. Vielleicht können wir es auch hier unten setzen. Ich probiere es mal aus. Ich will hier hoch. Ich stelle hier hoch. So, vielleicht hier vorne mal hin so. Hier so. Hier so ein Schalter hin. Oh, vielleicht geht das sogar. Ja, ich brauche das Buch. Ich brauche das Buch. Und ich brauche einen Schalter. Was ist denn günstiger? Ich mache einfach Palmblätter, was soll's. Geht hier nicht. Okay, ich kann hier nicht bauen. Schade. Können wir vielleicht hier vorne bauen? Ist eigentlich egal, wo wir bauen. Wir können es auch hier einfach irgendwo hinsetzen. Es soll, glaube ich, keinen jucken. Aber wir setzen es einfach hier hin, fertig ist. Ups. So, dann brauchen wir die großen Stickies. Da kriegen wir keinen großen Stick. Oder hier kriegen wir keinen Stick raus. Sticks raus. Dann bauen wir so ein Ding nochmal kurz hier hin und ist gut. Sonst müssen wir gleich schlafen. Ich würde sagen, wir müssen jetzt schlafen.
Na. Oh Mann, langen Stock, aber wir haben keinen langen Stock mehr über hier, ne? Oder? Sind das alles nur noch normale, glaube ich. Na gut, dann gehen wir mal ein Ründchen pennen. Gehen wir mal ein Ründchen pennen. Zack. Ihr seid immer so neugierig. Also soll es ja auch sein. Jetzt, was so Punkte angeht, das können wir auch gleich mal bequatschen. Nur ich will hier erstmal ein bisschen zu Ende spielen oder beziehungsweise weiterspielen. Wollen wir uns da hinten einen Stick? Wollen wir uns da die Sticks? Ne, da kriegen wir da einen Stick raus. Kriegen wir nicht. Wir kriegen hier vorne, müssen wir die Sticks rauskriegen, da aus dem Ding. Obwohl, das ist Bambus. Das funktioniert auch wieder nicht. Ist alles Bambus hier? Bambus? Alles Bambus hier. Weißt du, da suchst du einmal ein Holz. Also was heißt einmal ein Holz? Da suchst du einmal einen großen Stick oder beziehungsweise einen Baum für einen großen Stick und dann hast du hier wieder nichts. Das ist... So. So. Jetzt haben wir einen großen Stick, ne? Angerstock! Dann brauchen wir gleich noch ein paar Palmblätter. Na. Und ein Seil. Und wir brauchen jetzt erstmal... Da. Dass wir hier wenigstens mal weitermachen können. So. So. Na. So, wir brauchen gleich noch eine Palme. Das wird, glaube ich, nix. Tada! So. Können wir hier nämlich auch nochmal speichern. Wir leben Tag 1. Wir haben immer noch Tag 1. Das kann eigentlich nie sein. So. Ja, doch, kommt schon hin. Ist egal. Gut, dann haben wir schon mal hier so einen kleinen Hüttenunterstand. Den brauchen wir insofern nicht, aber egal. Nutzen wir trotzdem. Und trinken wollen wir. Sehr schön. Wie schaut es dann aus? Was zu essen brauchen wir natürlich immer noch. Was zu trinken brauchen wir immer noch. Ja, schwierig. Dann warten wir doch mal hier, bis das wieder voll ist. Ups. 30 Hydration. Ja gut, wir müssen tatsächlich sehen, dass wir da wesentlich mehr sammeln, dass wir wesentlich mehr Wasser sammeln, wesentlich mehr Fleisch essen, beziehungsweise generell mehr Sachen essen. Das ist hier ein bisschen schwierig, finde ich. Vor allem, du brauchst hier wirklich sehr viel. Du brauchst hier auch sehr viel, um überhaupt auf ein Level zu kommen, wo wirklich die Uhr anzeigt, alles voll, alles gut. Ne? Das hast du hier die ganze Zeit nicht. So. Stein haben wir nur noch einen, das ist schade. Also brauchen unbedingt wieder Steine. Ich glaube aber auch, dass wir erstmal ein bisschen pennen sollten. Können wir auch hier. Damit wir mal ein bisschen Sonnenlicht kriegen. Du. So. Speichern wir nochmal ab. Speichern. Tag 2. So, das haben wir auch. Dann würde ich sagen, wir holen uns einen Speer. Wir craften uns einen Speer und dann gehen wir mal ein bisschen auf Jagd, dass wir mal so ein Tapir oder sowas mal erwischen. Haben wir eigentlich ein Messer dabei? Messer hätten wir. Mal da drauf. Dann gönnen wir uns mal einen Speer. Das ist doch eigentlich irgendwo Holzscheit. Den können wir mal auseinandertüdeln.
Können wir eigentlich auch so... Was? Was war das denn? Ameisenhügel I. Nein. I, ich glaube, das ist gerade gar nicht gut. Scheiße, wir haben gar keinen Verband gerade, ne? Müssen wir, glaube ich, mal erstmal nach dem Verband gucken. Weil ich glaube nämlich, geistige Gesundheit. Igelwurm. Igelwurm, alles. Nicht Igel. Egel. Igelwurm. Nee, wir zu verbinden können wir nicht. Das ist blöde. Nein. Ich brauche was zum Verbinden. Wir brauchen was zum Verbinden. Ich gehe mal hier gucken. Vielleicht. Oh, hier haben wir sogar drei. Dreimal Tabak hier, der Kaffee. Gleich die Gesundheit. Und wir müssen nochmal schauen. Wo wir jetzt hier irgendwas. Guck mal hier, da. Müssen wir verbinden. Das müssen wir verbinden. Und die müssen wir wegschmeißen. Die kommen weg. I-Kram hier. Bäh. Alles im Arm. Wie schaut's aus mit den Beinen? Ja, toll, dass ich das sehen darf. Dankeschön. So, Beine. Da sehe ich jetzt spontan nichts. Da sehe ich spontan auch nichts. Brauchen trotzdem. Brauchen wir einmal die gelbe Pflanze. Und da ist noch ein Tab hier. Also mit den Ameisen kann man später sicherlich auch noch irgendwas machen. Da kann man sicherlich nachher so ein Gift rausgewinnen oder so. Also irgendwie sowas, so eine Sauerei kann man auch garantiert draus machen. Wir brauchen jetzt trotzdem erstmal diese Pflanze. Tötungsfalle. Wir brauchen diese Pflanze. Oh, und wir haben eine Kokosnuss. Nehmen wir mit. Die Killer-Kokosnuss. Das ist auch noch eine Kokosnuss, die können wir uns auch mal gönnen. Hauptsache, wir laufen jetzt wieder nicht diesen komischen Einheimischen über den Weg. So, nehmen wir auch mit. Wir brauchen El Flanzo. Sammeln. Ach, guck mal, El Flanzo, weißt du, ich gucke nach dem. Ich sehe die ganze Zeit hier dieses Viech und sind da direkt hier bei so einer Pflanze. Das gehört, so soll das sein. So soll das sein. Natürlich jetzt gerade. Wir haben das Messer. Gut. Dann lass uns mal gleich was herstellen hier. Feuerbrett. Brauchen wir gar nicht. Arafleisch, das können wir auch mal wegschmeißen. Das brauchen wir nicht. Das nehmen wir erstmal mit. Das nehmen wir mit. Stein und Tabakblätter. Müssen wir das aber jetzt. Da. Feuerbrett. Gut. Dann können wir mal ein bisschen was craften, herstellen. So, dann machen wir uns nämlich da schöne Verbände draus. Und machen uns da gleich mal so eine Heilbandage draus. Mal gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. So. Und jetzt machen wir eine Untersuchung. Das war der linke Arm, ne? Hier diese Geschichte hier. Wie ging das jetzt? Warte mal. Mach doch mal weg, den Mist. So, das würde ich ganz gerne verbinden wollen. So, das darauf. Geht das? Geht nicht. Doch, geht jetzt. Jetzt geht's drauf. Achso, jetzt nicht. Okay, dann brauche ich dann doch eine andere Bandage. Dann muss ich dann doch was anderes machen. Herstellen. Herstellen. Ich dachte, das würde dann mit dieser heilenden Bandage gehen. So, das mal dahin. So. Und einmal das. Geht trotzdem nicht. Ich habe so das doofe Gefühl, dass wir da mit dem Messer bei müssen.
Lass es bitte nicht mit dem Messer sein. Ich hab echt das Gefühl, dass wir da mit dem Messer bei müssen. Nee, noch nicht. Was machen wir denn jetzt damit? Ausbrennen. Kochlöffel. Kohle, verbrennen, machen. Geht auch nicht. Das vielleicht direkt drauf? Nee, das geht auch nicht. Das will er alles nicht. Und Stein rauskloppen. Auch geht auch nicht. Mit dem Messer geht das nicht. Kokosnuss? Glaube eher nicht. Ausbrennen. Die können wir nur ausbrennen. Oder Schmerzmittel. Wir können natürlich mal Schmerzmittel probieren. Wir hatten noch hier noch Schmerzmittel irgendwo. Da. Unbekannt. Vielleicht finden wir was im Tagebuch. Vielleicht finden wir was im Tagebuch. So, Steinspeer. Blatt, einfacher Verband. Bla bla. Kratzer, Schramme. Ausschlag. Wirkung juckt. Bla bla. Allergische Reaktionen von Kühlen. Ein Verband in Kombination mit einer Pflanze mit Anti. Was? Antihistamischen, histaminischen Eigenschaften oder so. Weiß ich nicht. Blutegel kann man rausziehen. Kotzen. Wurm. Ah, Wurm. Ein Wurm mit einer Knochen- oder Fisch. Ah, Knochen. Alles. Mit einer Knochen- oder Fischnadel entfernen. Knochen- oder Fischnadel entfernen. Schmerzhaft und die geistige Gesundheit leidet. Na, das ist ja toll. Wurm. Toll. Und wir sind jetzt wieder irgendwo in der. Na, Walachei hier. Ein Knochen. Ja, gut, das ist die Frage, wie stellen wir das jetzt her? Eine Knochennadel. Eine Knochennadel. Sammeln. Kriegen wir da eine Nadel raus? Knochennadel. Hey. Gut, dann wird es jetzt eklig. Sehr gut. Ah, so, Knochennadel. Jetzt bin ich mal gespannt. Wurm, Wurm. Okay, gehen wir es an. Ah, Nadel. Ach so, okay, gut. Müssen wir hier noch. Achso, wahrscheinlich jetzt mit Tabakverband? Ja. Damit das schön heilt. Hoffe ich. So, jetzt sollen wir als nächstes wieder raufgucken. Uns fehlt natürlich wieder jetzt alles. Alla. Jetzt wurden wir wahrscheinlich wieder gerade gebissen. Das ist gerade nicht, wo ich hinlatsche. Ah doch, bin aber genau richtig. Ich will nicht. So, wir müssen was trinken. Sehr schön. Auch gut aus. Speichern. So. Gut. Gut, dann haben wir noch ein paar Steine. Machen wir uns mal eben hier diesen herstellen. Erstellen. Erstellen. Müssen wir jetzt gleich nur noch einen Tapir wiederfinden. Zack. Zack. Seil dazu. Zack. Da ist ein Tapir. Rechts, da oben ist ein Tapir. Okay, mal gucken, ob das funktioniert hier mit unserem. Bleib schön da stehen. Schön stehen bleiben. Brav. Bin nett. Ich bin lieb. Muss ich ihn treffen? Muss aber richtig hochziehen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Da ist auch noch ein Tab hier. Bleibt da. Können wir uns geduckt. Beeindruckt ihn das? Bisschen höher zielen. Mal gucken. Hat's. Brauchen wir noch ein bisschen Übung. Sehr schön.
So, ich brauche mal ein Messer. War 4, ne? 4, ja, sammeln. Ah, ne, geht auch so. Wir können auch so sammeln. Das finde ich gut. Platsch. Knochen. Was haben wir hier noch alles? Knochen, PK-Fleisch. PK. So, wir müssen echt sehen, dass wir gleich was uns reinpfeifen zu essen. Das nützt alles nichts, sonst krepieren wir gleich. Ich würde auch sagen, wir speichern gleich nochmal GAU. Damit wir das safe haben. Lauf hier nochmal längs. Wir brauchen nämlich dringend Eiweiß. Guck mal, da sind auch noch Früchte drin. Ich würde mich vorne ganz gerne am Zelt, glaube ich, nochmal. Ah, wir haben echt gleich ein Problem. Wir haben echt gleich ein Problem. Wir machen uns mal kurz ein Feuer. Ein kleines, kleines Mini-Feuer. Zack, Feuer. Oh, guck mal hier. Lagerfeuergestell. So, ach, wir brauchen jetzt auch wieder. Zunder brauchen wir jetzt ja auch wieder. Problem. Können wir nicht noch irgendwas anderes essen? Ah, warte mal, ich versuche mal. Vielleicht kann ich das Fleisch so futtern. Pika-Fleisch. Ah. Oh. 30 Proteine. Wie schaut es denn aus mit. Ach, guck mal, es geht jetzt wieder nach oben, weil wir die Dose hatten. Ah, ein Glück. Gut, dann können wir, haben wir wenigstens dann doch noch gleich die Chance, hier vielleicht mal irgendwie ein trockenes Blatt zu finden. Wir speichern es mal ab. So, erstmal abspeichern. Jo, damit wir da sonst weitermachen können. Okay, wir brauchen ein trockenes Blatt. Und was mich auch noch mal interessieren würde. Was? Oder etwas herstellen? Ah ne, ich muss ja zum Tagebuch. Langer Stock, Seile zweimal, Lagerfeuergestell. Ach, guck mal, das kann man direkt darüber positionieren. Ah, das ist interessant. Okay, muss man auch erstmal wissen. Langer Stock, langer Stock. Kümmern wir uns erstmal nicht drum, haben wir erstmal. Wir brauchen erstmal Zunder, damit wir das Feuer überhaupt anmachen können. Weil ich glaube, was zum Anzünden hatten wäre dabei, ne? Ja, hatten wir. Da ist ein braunes Blatt. Da auch. Hoffentlich ist er nicht hier irgendwo. Oh, guck mal, was wir da haben. Da können wir uns ja gleich ein Festmahl machen. Ich brauche einmal ein trockenes Blatt. Kein Platz. Oh ne, kein Platz mehr im Rucksack. Was soll denn da? Ach, weil wir so viele Knochen dabei haben, oder was? Ist ja okay, gut. Schmeißen wir ein paar Knochen weg, was soll's. Haben wir ja eh da noch einen Tab hier rumliegen, also ich denke mal. Also ne, ein PK. Die heißen PKs, glaube ich. Palmblatt, trockenes. So. Ich brauche noch ein paar trockene Palmblatt. Palmblatt. Alter, ich muss auch irgendwo. Palm. Trocken. Hier ist doch noch ein trockenes hier unten da. Oder? Ist das kein trockenes? Nee. Palmblatt. Jo. Palmblatt. Weißt du was, leck mir an meine Füße.